kernige Ziegenfrischkäsebällchen für ca. 30 Stück. Zutaten: 600 g Ziegenfrischkäse, 40 g Pekannüsse, gehackt, 50 g grüne Pistazien, gehackt, Salz, Pfeffer aus der Mühle, ein Bund Schnittlauch, 1/2 TL Paprika, edelsüß. Zubereitung: Käse gut abtropfen lassen und dann in einer Schüssel mit der Gabel zerdrücken. Nüsse untermischen, mit Salz und Pfeffer würzen. Schnittlauch waschen und trocken tupfen, die Hälfte in kleine Röllchen schneiden. Die Schnittlauchröllchen unter den Käse mischen und kleine Bällchen von 30 bis 40 Gramm formen. Eine Stunde im Kühlschrank kalt stellen, dann restlichen Schnittlauch auf eine Platte verteilen und die Ziegenfrischkäsebällchen darauf anrichten. Mit Paprika bestreut servieren. Schneller Kick: Natürlich lässt sich anstatt Ziegen unbekanntes Zeichen Frischkäse auch jeder andere Frischkäse verwenden. Wenn's noch schneller gehen muss als ohnehin, kann man ruhig auch mal zu Frischkäsezubereitungen aus dem Kühlregal greifen und fertig gehackte Nüsse verwenden. Auch die Wahl der Nüsse bestimmen allein Sie und Ihre Vorlieben bzw. die Ihrer Gäste. Deko-Kick: Besonders hübsche Variante, verwenden Sie nicht nur Paprikapulver, sondern mischen Sie, bestreuen Sie ein paar auch mit Curry, ein paar mit schwarzem Pfeff und bekanntes Zeichen Fair. Auch Mohn, Sesam und gemahlene Nüsse machen sich hübsch, vor allem wenn alle Bällchen zusammen auf einer Platte angerichtet werden. Müllbällchen für ca. 36 Stück. Zutaten: einer Schalotte, 2 Knoblauchzehen, 2 Scheiben dunkles Brot, 600 g Hackfleisch, 2 TL Garn. Kreuzkümmel, 1 EL. Gehackte frische Minze, Salz, Pfeffer aus der Mühle, 6 EL Olivenöl. Außerdem 12 Holzspießchen. Zubereitung: Schalotte schälen und fein hacken, Knoblauch ebenfalls schälen und mit dem Gabelrücken sehr fein zerdrücken. Das Brot entrinden und zerkrümeln. Hackfleisch in einer Schüssel mit Schalotte, Knoblauch, Brot bröseln, Kreuzkümmel und Minze mit unbekanntes Zeichen schälen. Mit Salz und Pfeffer würzen. Mit einem großen Esslöffel portionieren und mit feuchten Händen ca. 36 Bällchen formen. Jeweils 3 Bällchen auf ein Holzspießchen stecken. Öl in einer Pfanne erhitzen und die Kebabs von beiden Seiten 5 Minuten braten. Die fertigen Spiesse sofort mit Salat oder Gemüse servieren. Dazu passt ein kräftiger Knoblauch-Joghurt-Dip. Kick mit Biss kommt ins Spiel mit gehackten Macadamia oder Erdnüssen. Wem ein wenig der Zunder fehlt, der peppt den Hackfleisch und bekanntes Zeichen Teig mit frisch gehacktem Chili oder Chili Flocken auf. Und wer einfach keine Minze mag, weglassen oder durch Koriander ersetzen. Hähnchen-Olivenbällchen im Pistazienmantel für ca. 36 Stück. Zutaten: 500 g Hähnchenbrust, 3 Eiweiß, 2 EL Sahne, 1 EL Sherry, Salz, 50 g schwarze entsteinte Oliven, 4 bis 5 EL Weißbrotbrösel, weißer Pfeffer aus der Mühle, Mus unbekanntes Zeichen Kat, Mehl zum Wenden, ca. 150 g gehackte Pistazien, Öl zum Frittieren. Zubereitung: Hähnchenbrüste waschen, trocken tupfen, würfeln und ca. 15 Minuten im Gefrierfach anfrieren lassen. Anschließend mit 1 Eiweiß, der Sahne, dem Sherry und etwas Salz in einen Mixer geben und fein pürieren. Oliven hacken und zusammen mit den Weißbrotbröseln unter die Maße mengen, sodass sie gut formbar wird. Mit Salz, Pfeffer und Muskat kräftig würzen. Bällchen formen und in Mehl wenden, durch die restlichen verquirlten Eiweiße ziehen, mit Pistazien panieren. Bällchen portionsweise in heißem Öl 4 bis 5 Minuten frittieren. Auf Küchenkrepp ab unbekanntes Zeichen tropfen lassen. Überraschungskick: Sie können statt der schwarzen Oliven auch grüne nehmen. Auch klein gehackte getrockt unbekanntes Zeichen nähte Tomaten sehen hübsch aus und schmecken herrlich nach Süden und südafrikanischen Temperaturen.
Ahnen unbekanntes Zeichenbällchen. Für ca. 30 Stück. Zutaten: 2 Frühlingszwie unbekanntes Zeichenbällen, 2 Knoblauchzehen, 1 rote Kieliskote, 500 Gramm rohe Garnelen, geschält, entdarmt, 3 ELG. Koriandergrün und Koriandergrün zum Garnieren, Salz, Pfeffer, 1 Ei, 4 EL Reismehl, 3 EL Kokosraspeln, Öl, 1 EL Frischgär, Ingwer, 6 EL süßscharfe Chile unbekanntes Zeichen Soße, 4 EL helle Soja unbekanntes Zeichen Soße, 1 EL Limettensaft. Zubereitung: Frühlingszwie unbekanntes Zeichen Bällen putzen, hacken, etwas grün aufheben. Knoblauch schälen, Kieliskote entkehr unbekanntes Zeichen nähen, beides fein hacken. Garneln kalt abbrausen, trocken tupfen, fein hacken. Mit den Frühlingszwiebeln, Knoblauch, Chile und 2 EL Koriandergrün vermengen, salzen, pfeffern. Mit Ei und Reismehl zu einer gut formbaren Masse verkneten. Bällchen formen, in Kokos unbekanntes Zeichen Raspeln wälzen, mit nassen Händen glatt rollen. In Hai unbekanntes Zeichen Sämöl ca. 6 Minuten goldbraun frittieren. Auf Küchenkreb abtropfen lassen. Für die Soße Frühlingszwiebelgrün in feine Ringe Schmei unbekanntes Zeichen den Ingwer mit Chili und Sojasauce, Limettensaft und Restel. Korianderfeer unbekanntes Zeichen rühren. Bällchen mit der Soße und Koriandergrün garniert servieren.